Uns droht der Rentenkollaps und die Altersarmut. Aber nicht mit der AfD. Wir unternehmen was dagegen. Ich sage euch jetzt was. Servus, grüßt euch. Ich habe die Ehre. Jeder weiß, dass unser Rentenkollaps droht oder die Altersarmut droht. Fachleute sprechen also von einem Zusammenbrechen des ganzen Systems und deswegen wehrt sich da die AfD dagegen. Irgendwelche Industrieverbände sprechen von längerer Arbeitszeit, also 67, 70, 72, 75, keine Ahnung, vielleicht werden wir irgendwann mal 100 Jahre alt. Das will ich nicht und das will auch die AfD und die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag will das auch nicht. Was machen die anderen Fraktionen, die reden immer nur von Einwanderung, egal ob es die Ampel ist oder CDU, CSU oder Linke. Jeder sagt Einwanderung, Einwanderung, Einwanderung. Nein, das wollen wir nicht, weil Einwanderung bringt nur was, wenn es in unseren Sinne geschieht und nicht einfach so. Aber was macht dann die AfD? Ich muss jetzt ein wenig spicken, weil Rente, wisst ihr, ist nicht unbedingt so mein Thema. Aber es liegt mir am Herzen, ein sehr wichtiges Thema, weil ich habe zwei Kinder und ich möchte irgendwann mal in Rente gehen und möchte doch mit dem Alter in Rente gehen, wo ich auch noch was habe von meiner Rente und nicht nur, dass ich auf den Tod warten kann. Ja, was fordert die AfD? Künftig sollen zum Beispiel auch Abgeordnete, also ich und meine 735 Kollegen, in die Rente einbezahlen. Warum bezahlen wir eigentlich nicht in die gesetzliche Rente ein und über kurz oder lang sollen auch Beamte einzahlen? Mehr Selbstbestimmung fordert man beim Renteneintritt. Wer 45 Jahre eingezahlt hat, also gearbeitet hat, soll ohne Abzüge in Rente gehen. Das heißt, wenn ein Hauptschüler mit 15 aus der Schule kommt und beginnt das Arbeiten und hat mit 60 45 Jahre einbezahlt, dann soll er ohne Abzüge in Rente gehen können und dürfen. Und wer über 63 ist, soll entscheiden können, ob er noch Teilzeit arbeitet und eine Teilzeitrente bekommt. Also er sagt, okay, ich bin 63, bin körperlich vielleicht nicht mehr ganz so fit oder will ein bisschen mehr Freizeit haben. Der soll in Absprache mit seinem Arbeitgeber dann auch entscheiden können, okay, ich gehe nur noch halbtags in die Arbeit und bekomme dafür Halbtagsrente. Also dass man ein bisschen mehr Freiheit hat. Das Existenzminimum muss steuerfrei sein. Wir wollen auch, dass der Grundfreibetrag auf 12.600 Euro erhöht wird. Und für jedes neugeborene Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit, also noch aktuell geltenden Regeln, und tatsächlichen Lebensmittelpunkt in Deutschland soll es eine Einmalzahlung von 100 Euro pro Monat in die Rente geben, personenbezogen. Für die Person, für das Kind, für die Elternteile und so weiter. Neuer Punkt ist Baufinanzierung für selbstgenutztes Wohneigentum muss gefördert werden, weil jeder weiß, wenn ich meine eigene kleine Immobilie habe, meine eigene kleine Wohnung habe, tue ich mir im Alter leichter, wenn ich keine Miete mehr bezahlen muss, sondern nur noch einen Unterhalt, sage ich jetzt mal. Ja, für das hat die AfD ja schon einige Anträge im Bundestag gestellt. Wir sind nicht nur die Politiker, die sich ins Fernsehen hinstellen und sagen, wir fordern, wir fordern, wir fordern und es kommt nichts. Nein, wir haben zum Beispiel Bundesdrucksache 19-7724, Sofortmaßnahmen Altersarmut bei Rentnern bekämpfen, wurde ja wieder leider abgelehnt, oder Bundestagsdrucksache 19-22.928 gesetzliche Rentenversicherung stabilisieren oder Bundesdrucksache 19-28.463 eigenverantwortliche Altersvorsorge erleichtern oder Bundestagsdrucksache 19-14.073 und so weiter und so fort. Also ihr könnt die Bundestagsdrucksachen, die ich hier jetzt erwähnt habe, einfach bei einer Suchmaschine, die meisten verwenden Google, eingeben Bundestagsdrucksache oder Drucksache 19-7724 und ihr kommt direkt auf die Drucksache, ihr kommt direkt auf unseren Antrag, was wir gefordert hätten, könnt ihr zuschauen oder auf der Seite
www.afdbundestag.de findet ihr das Eckpunktepapier Alterssicherung. Da seht ihr mal, wie viel wir eigentlich auch für Rente machen, wie viel wir für unsere Alten machen, wie viel wir für die Zukunft machen. Weil wenn man sieht, das Rentenniveau war 1990 noch bei 55,1% des letzten Nettos und wir sind angekommen jetzt bei ungefähr 48% und ab 35 werden wir unter, also ab 2035 werden wir unter 45% vom letzten Netto liegen und das ist zum Sterben und zum Leben zu wenig, weil irgendjemand muss eine Beerdigung bezahlen und mit dem Geld können sie die Beerdigung auch nicht mehr bezahlen. In dem Sinne, die AfD ist nicht, wie es immer heißt, eine Einthemenpartei oder wie auch immer, sondern wir haben gute Lösungen, wir haben vernünftige Lösungen, wir haben für viele Themen Lösungen. Schaut einfach mal auf unsere Homepages, bei mir stefan-protschka.de oder da afdbundestag.de oder afd.de für die Partei allgemein, da seht ihr viele Papiere, Wahlprogramme und so weiter. In dem Sinne, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, informiert euch nicht nur in der Mainstream-Presse oder bei den Regierungshofberichterstattern, was, ich glaube, öffentlich-rechtlicher Rundfunk heißt das, sondern informiert euch selber, sprecht auch mit euren Abgeordneten, ob Landtag oder Bundestag, von der AfD, die können euch viel erklären, die können euch viel sagen und es finden auch immer wieder Bürgerdialoge oder sonstige Sachen statt. Geht hin, jeder AfD-Abgeordnete ist bereit, mit euch zu reden, weil wir sind nämlich für den Bürger, von euch gewählt und deswegen auch für euch da. In dem Sinne, Servus, pfiat euch, habe die Ehre, euer Stefan.